Nichts. Wer hätte das erwartet? Hier ist nichts. Ja. Hier sind nur zwei Urnen. Super. Die Treppe hat also nicht gelogen, aber in den Urnen sind seltene Münzen drin. Ich sollte sie doch zerhauen. Auch wenn ich eigentlich... Ja. Uralte Verbände. Ja, klar, die sind noch gut, die können wir noch benutzen. Auch wenn ich eigentlich als Geode nicht so der Grabräuber sein sollte, aber es sind nur Urnen, keine Gräber, die ich plündere. Die Gräber habe ich ja in Ruhe gelassen. Und hier sind wir ja schon wieder an der Stelle. Die Skelette haben sich schon aufgelöst. Die Körper von Gegnern scheinen sich ziemlich schnell aufzulösen. Zudem haben wir vor den Amazonen alles eingesackt, was vom Wert schien. Die liegen nämlich auch nicht mehr hier rum. Aber wir haben schon mal den ersten Schlüsselstein. So, jetzt haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder wir gehen hier nah in die Richtung weiter oder in die andere, weil hier gibt es zwei Wege. Da lang und da lang. Nach Süden geht es dann weiter zum... durch die hohe Tür, genau. Da steht hohe Tür. Also, wir können jetzt nach links oder nach rechts. Das ist Osten, das ist Westen. Gehen wir zuerst nach Osten. Habe ich jetzt einfach mal so spontan entschieden. In einem der Gänge müssten ja noch mehr von diesen Amazonen sein. Wäre mir vielleicht ein bisschen, sogar ein bisschen lieber als die Skelette. Die sind ja ziemlich widerstandsfähig gegen meinen Fulminictus und meinen... nicht so toll. Ja. Rückzug. Nicht in die Falle rennen. Lassen wir lieber die Gegner zu uns kommen. Okay, so viel zu den Amazonen und den Skeletten. Ja. Und das war schon mal ein Skelettmagier, den sollte ich gleich mal mit einem Kugelblitz ausschalten. Aua. Fyrus sollte Quado heilen, bevor der Magier ihn ganz tötet. Was sollte ich jetzt am besten? Auf das Skelett. Es sind ja zum Glück nicht viele Skelette hier. Ja. Vorher noch ein Wuchtschlag und dann... Das waren zum Glück nur zwei Nahkampfskelette und das eine ist ja nicht mal ein ordentliches Skelett. Ich glaube, die gepanzerten sind etwas... Ja. Etwas stärker. Okay, Vorkom hat einen Stufenaufstieg. Kriegt da eins auf die Hiebwaffe, aber mal auf Parade, weil sonst ist mir seine Attacke wert etwas zu hoch. Fähigkeiten. Was für Fähigkeiten könnte Vorkom mit... Hiebwaffen denn? Ach, so gut wie alles. Er sollte auf jeden Fall noch einen offensiven Kampfstil kriegen und... Was bringt der Hammerschlag? Schadenspunkte mal 3. Oh. Das ist ziemlich stark, aber es braucht halt viel Ausdauer. Das stimmt allerdings. Der Befreiungsschlag. Der ist, glaube ich, sogar... Der ist gegen mehrere Gegner praktisch der Befreiungsschlag, aber ich glaube, den Hammerschlag sollte er lernen. Deswegen spare ich mir die restlichen Punkte mal einigermaßen auf. Ich gebe ihm noch 1 Punkt ins Schmieden und eine Selbstbeherrschung. Ja. Sinneschärfe braucht er nicht, das übernehmen ich und Fyrus. Das ist ja nur um Gegner, zu, besser gesagt um Fallen zu entdecken. Ja.
Kuano, was könnte ich ihm noch an Spezialfähigkeiten? Mal abgesehen von dem besseren defensiven Kampfstil könnte er noch mit Fechtwaffen. Ah, den Todesstoß. Oh ja, der ist gut. Der verursacht 2 Wunden. Und ignoriert die Rüstung und macht 2-fachen Schaden. Okay. Ja, ich habe jetzt mal kurz nur geguckt, wofür ich mir so die Erfahrungspunkte aufsparen sollte. Ja. So, da ist jetzt die Falle. Die kann Feierriss entschärfen. Dann gucken wir mal, hier geht's gleich weiter. Also sind die Amazonen wahrscheinlich die übrigen entweder im anderen Gang oder sie erwarten uns am Ende von diesem hier. Ein Ausrufezeichen? Okay, da sind schwarze Amazonen, aber hier ist ein Ausrufezeichen. Hier will ich mal kurz dahinter gucken, was hier ist. So ein Ausrufezeichen habe ich nämlich noch nie gesehen. Ah. Okay, ich kann mir denken, was das ist. Das hier ist ein versteckter Raum. Was? Den habe ich durch die Zwergnase aufgespürt vom Vorgrim. Mhm. Aua, Falle zugeschnappt. Halte ich gleich mal selber. Und Kuano öffne mal hier die Truhe. Mal gucken, was ist hier drin. Noch mehr Fusel und noch ein Teil. Ja. Okay, was sagt dieser Teil? Teil 3 von 5. Man nehme schon all diese Stoffe zusammenzutragen, dauert bestimmt eine ganze Weile. Ein Teil muss sogar erst frisch hergestellt werden. Andere Zutaten sind kaum leserlich oder gar mit Bezeichnungen versehen, die entweder verschlüsselt sind oder in verschiedene Volksgruppen und Sprachen zu suchen sind. Auch jetzt fehlt auf jeden Fall ein weiterer Teil des Rezeptes. Das zeigen die Ränder des Pergamentes. Jupp, wir haben 3 Teile und uns fehlen noch 2. Aber dank Vorgrim haben wir... Ja. Diese geheime Kammer gefunden und hier ist ein versteckter Schatz. Mal gucken, was wir da drin finden. Aber sicher. Das freut ja Kuano etwa. Ein magisches Schwert. Die Scharfklinge. Dieses Schwert schneidet fast alles. Effekt 25% Chance auf Wunden. Widerstand gegen hat Immunität gegen Wunden. Also ja, Golems zum Beispiel kann man keine Wunden zufügen. Aber wow, wow. Das ist definitiv die perfekte Waffe für Ardo. Die ist auf jeden Fall besser als das Langschwert, auch wenn es -1 auf die Parade gibt. Aber wahrlich, das war ein schöner Schatz. Nein, die Bronzemünzen will ich nicht wegwerfen, die soll Vorgrim tragen. So, und jetzt machen wir nochmal einen Quicksave, bevor wir uns mit diesen Amazonen anlegen. Das hier bedeutet definitiv geheimer Raum. Okay, wie viel kommen da? Ganzer Haufen. Na? Angriff! Ja. Sternenstaub. Ja. Gegen den Haufen hätte ich jetzt doch gerne einen AE-Zauber. Wo bin ich denn? Da bin ich. Schmeißen wir das mal raus. Wo ist mein... Kraft der Erde. Oh Gott, der dauert die halbe Ewigkeit. Ei. Scheint aber gut gewirkt zu haben.
Ba'ia. Oh, und er hat auch Quado mit erwischt. Wo sind die beiden? Was? Da ist Forgrim, wo ist Quado? Ja. Ach, da steht er. Okay. Bei Angriff spart! Na? Das sollte ich dann vielleicht jetzt in der Situation dann doch eher lassen. So wie die alle um uns herum stehen. Weiter mit Kraft der Erde auf sie drauf zu hauen. Angriff! Ja. Das könnte jetzt ein etwas anstrengenderer Kampf werden, glaube ich. Erstmal gucken, wer auf wen geht. Du gehst auf mich, da solltest du. Aua. Was? Feieres halte ich mal selber. Forgrim kriegt es irgendwie gerade nicht hin, den einen Gegner da zu töten. Das ist doch lächerlich, Forgrim. Eigentlich hat er es geschafft. Ja. Ich noch mal ein Fulminictus. Habe ich genug? Ja, ich habe genug, um Kräfte der Natur einzusetzen. Gruppenheilung könnte mal nicht schaden. Was? Sternwurf und Forgrim auf die Amazone, die mal niederwerfen. Die mich da behelligt. Feieres sollte mich mal heilen. Quado, trink mal einen Einbeersaft. Und Feieres weglaufen. Na, so viel zum Weglaufen. Okay. Das klappt so nicht. Muss ich das den Quicksave mal schnell laden. Dann müssen wir das nochmal versuchen. So, den versteckten Schatz hatten wir bereits. Jetzt müssen wir uns gegen diese Amazonen da hinten, die ich gar nicht sehen kann, weil es zu dunkel ist. Ja. Sanyasa! Kann Feieres sich einfach mal versuchen, eine rauszuziehen? Das ist vielleicht ein bisschen Na tatsächlich, da kommt nur eine einzige. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Okay, wir haben gerade die erwischt, die den Stein hatte. Aber da sind noch mehr Amazonen drin. Ist vielleicht wirklich ein bisschen unfair, was ich jetzt hier gerade mache, aber zu viele sind mir einfach zu stark. Was? Zwei Stück, die machen wir jetzt noch so kaputt und da tot und dann gehen wir doch mal rein und erledigen den Rest so. Es dürften dann nämlich nur noch 5 Stück, glaube ich, sein. So.